Nathalie von Siebenthal, herzliche Gratulation zu deinem Schweizer Meistertitel. Welche Bedeutung hat das für dich? Es hat eine gute Bedeutung sicher, weil ich bin gleich hierher gekommen mit gemischten Gefühlen. Ich bin noch nicht erholt vor der Tour. Und ich bin einfach an den Start gekommen, weil es daheim ist. So für die hiesigen Zuschauer. Und jetzt, dass es so hat gelangt, ist natürlich super. Die Zuschauer, denen hast du eine grosse Freude gemacht hier. Es hat auch einen wunderbaren Wintertag mit viel Neuschnee. Wie ist das gegangen zum Laufen? Also es ist sehr schön. Klar, es ist nicht sehr schnell gewesen. Es war ein bisschen stumpf gewesen, halt, weil der Schnee kalt ist. Es ist recht kalt. Und es ist nicht gerade sehr eine kompakte Spur gewesen, aber es ist sehr gut gegangen zum Laufen. Also es waren wirklich gute Bedingungen gewesen. Du bist diese Woche als aktive Erholung hast du ein bisschen auf dem Hof geholfen. Haben die Kühe Freude an deinem 15. Rang? Ich glaube schon. Immer ich habe wieder Freude gehabt, sie jetzt gesehen von dem her. Du hast dem Veranstalter da versprochen, dass im zweiten Teil der Schweizer Meisterschaft bei der Längdistanz dann am Galaobig sogar in Tracht kommst. Stimmt das? Ja, das stimmt. Gut, erinnere ich mich daran. Ich hätte schon wieder nicht mehr dran gesehen. Aber ja, das ist so. Wie sieht das Programm für dich in der zweiten Saisonhälfte jetzt aus? Was sind so deine Ziele? Also das nächste ist, nächstes Wochenende ist wieder Weltcup zu Nove Mesto. Und dann kommen die Weltcup im Norden wieder. Und dann kommt noch Kanada Tour. Und da würde ich gerne nochmal anfangen. Würde ich gerne durchhalten bis dann. Und dann da können laufen und die fertig laufen und die gut fertig laufen. Gut, dann freuen wir uns und wünschen dir jetzt eine gute Erholung, noch bessere Erholung und dann bis bald. Merci vielmals.